Herzlich willkommen zu einem YouTube-Video von uns. Endlich geht es jetzt weiter bei meinem S36 mit den elektrischen Ausstellfenstern. Ich muss mich vorweg muss ich mich erstmal bedanken. Mir hat nämlich jemand extra Relais gebaut, dass wir hier bei meinem Auto endlich weitermachen kann. Und es kam sogar noch mal jemand vorbei und hat mir extra ein Relais gebracht. Also vielen lieben Dank nochmal an die Jungs. Und ich habe hier sogar noch eine super Beschreibung dazu bekommen mit Bildern. Also kann nichts mehr schiefgehen. Nee, da kann nichts mehr schiefgehen. Also wirklich vielen lieben Dank, weil das Relais gibt es ja leider bei BMW nicht mehr zu kaufen. Und das Auto muss fertig gemacht werden. Denn es geht nämlich dann nebenan zu unseren Nachbarn und in die Tiefgarage. Denn hier steht er nur im Weg. Wie ihr es vielleicht sehen könnt, hier wischen manchmal hier die Leute hier so drüber. Das kann ich irgendwie gar nicht leiden. Und deswegen machen wir den jetzt fertig, bauen den zusammen und dann geht er erstmal drüben in die Tiefgarage, denn da steht er sicher. So, jetzt kommt kurz was zu uns und so ein kleines Herzensprojekt, was wir jetzt gestartet haben. Wer sich noch daran erinnern kann, wer uns schon länger folgt, weiß, dass ich damals mal den C63 vom René gewaschen habe. Und der René hatte ja damals einen Felgenreiniger, der Rocketech hieß. Bloß leider kann der René das Projekt nicht mehr nachverfolgen und ich und Max haben uns überlegt, weil wir so begeistert von dem Felgenreiniger waren, dass wir zusammen mit dem René, der René hat nämlich noch einen Chemiker an der Hand, also ein richtiges Labor, und wir entwickeln einfach zusammen diesen Felgenreiniger. Wir haben ja auch schon einen Kanister bekommen und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ich habe nämlich solche kleinen Fläschchen bestellt. Das ist nicht der Felgenreiniger, der jetzt drin ist. Da ist so ein Duftding drin, aber ich wollte mal testen, wie das halt ausschaut, wenn ich das ausdrucke und draufklebe. Und wir haben jetzt solche kleinen Fläschchen bestellt, würden das abfüllen, und wer von euch mit uns zusammen diesen Felgenreiniger halt optimieren möchte noch, weil wir sind jetzt, also wir sind schon zufrieden, aber uns stören noch so ein paar Feinheiten und die würden wir gerne zusammen mit euch halt, wie sagt man das, entwickeln. Ja, also eine kleine Auswahl halt an Community, man, wir können jetzt keine 100.000 Flaschen verschicken. Also wir bekommen leider nur 100, habe ich bestellt. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn diejenigen wirklich Bock da drauf haben. Wir brauchen halt vorher nachher Bilder, eventuell vielleicht ein kleines Video, dann schneiden wir euch ins nächste YouTube-Video mit rein. So. Und ihr kriegt noch so einen kleinen Zettel, dass ihr ausfüllen könnt, was ihr halt gut fandet, was schlecht. Das ist jetzt unser erstes Testprodukt. Wenn wir das dann an euch geschickt haben und ihr gesagt habt, gut, das finde ich nicht so gut, das finde ich gut, dann schickt man das wieder zum René. Der geht mit dem Produkt zu dem Chemielaboranten, da wird nochmal nachgefeilt und dann wird aber, Testprodukt 1, aber ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ihr jetzt die Testkaninchen seid und eventuell der Lack abgeht oder so. Also dieser Felgenreiniger in der Basis, da sind wir jetzt eigentlich schon fast ein Jahr dabei, da so eine Grundsubstanz zu entwickeln oder so. Und also das ist schon ganz gut, aber wir sind halt immer noch am Verbessern und deswegen meinte halt Lisa, wir ziehen euch damit rein. Genau. Also wir reiten euch mit in die Scheiße. Und ich hatte den damals ja schon mal getestet. Da ist mir ja aufgefallen, dass der auch jetzt, sag ich mal, nicht so stark riecht, wie jetzt zum Beispiel gibt es den anderen, den grünen, den wir auch getestet haben, den wahrscheinlich auch jeder kennt von euch. Und jetzt wollen wir einfach zusammen nochmal mit euch testen. Hier sehen wir jetzt schon langsam, dass auch hier der Wirkindikator jetzt anfängt zu wirken. Die sollte man so 3 bis 5 Minuten halt drauf lassen und dann seht ihr schon, dass sich das so rot-violett verfärbt. Mir war es beim Felgenreiniger wichtig, dass er so ein bisschen eine gelartige Konsistenz hat, halt dafür, dass der schön an der Felge halt haftet und den Schmutz halt schön lösen kann. Nicht, dass er zu flüssig ist und dann gleich runterläuft. Sprich mal die vordere Seite unten ein, hat mich Max dann immer. Vielen lieben Dank. Ja, wir putzen halt nur von hinten. Naja, ich wollte das gleich das Gröbste, das Schmutzigste gleich mal euch zeigen. Was halt bei dem cool ist, die viele Felgenreiniger riechen halt so extrem nach Schwefel. Finde ich bei dem nicht. Finde, der riecht eigentlich ganz angenehm. Du testest ja auch immer. Ja, also er riecht schon auch nach Schwefel, ja, muss ich sagen. So. Aber gibt ja den sogenannten Maskierfilm, der Geruch und Farbe verschönern soll, weil sonst wären die Felgenreiniger echt übel. Aber da kann euch Lisa bestimmt noch viel dazu sagen. Bloß sind wir jetzt halt gerade noch am Produkt entwickeln, und wenn wir jetzt schon damit anfangen, von einem unfertigen Produkt erstmal mit Farbe und Geruch rumzumachen, dann sind wir auf dem falschen Weg auf jeden Fall. Ja, deswegen wollten wir jetzt, also wir sind jetzt mit der Version eigentlich schon halbwegs gut zufrieden, aber wir wollten erstmal eure Meinung wissen und dann gehen wir zusammen nochmal ins Labor und sprechen mit dem, was uns gefällt, was uns nicht gefällt. Dürfen wir mit ins Labor? Ja, wir dürfen die Kamera mit ins Labor nehmen. Das wird cool. Fahren wir zusammen hin und entwerfen quasi unseren eigenen Reiniger mit euch zusammen. Ja, Party all night.
Beste. Was mir auch wichtig war, dass du halt... Natürlich nichts eingetragen und coole Sprüche. Was mir halt beim Felgenreiniger auch wichtig ist, dass du das auf so vielen Materialien wie möglich anwenden kannst. Und vor allen Dingen für die tägliche Reinigung, dass er halt nicht zu aggressiv ist. Also das ist jetzt eine ganz normale pulverbeschichtete Felge. Kennt jeder, hat jeder, fast jeder. Mit Schmutz und Brennstaub. Wir hatten ja, glaube ich, mit René bzw. den Felgen-Outlet-Männern auch mal gesprochen, zwecks ja, polierten und verdichteten Felgen, ja. Dass man da man auch können, rangehen kann. Ja, man kann sogar mit denen, weil ich immer Angst hatte bei meinen Messerfelgen, aber darf man auch rangehen. Aber meine Messerfelgen sind ja noch nicht da. Ich habe ja immer noch Max seine drauf. Jetzt warten wir noch ein paar Minuten. Wie lange musst du jetzt? Das 3 bis 5 Minuten und dann spülen wir es ab. Also sehen wir uns gleich nochmal. So, und ich packe euch jetzt unsere E-Mail-Adresse dazu. Wer halt so ein kleines Testprodukt von mir. Es ist echt nicht schön. Ich habe es wirklich einfach nur mit... Sehr egal. Ja, Inhalt. Nur so improvisorisch gemacht. So wird eure Flasche auch aussehen, die ihr von mir bekommt. Ich schreibe euch die E-Mail-Adresse unten in die Infobox. Schreibe euch noch dazu, was ich alles von euch brauche. Halt Adresse. Ihr willigt dann natürlich Datenschutzbestimmungen und alles bla bla natürlich zu. Und da kriegt ihr noch einen kleinen Zettel dazu, was ihr halt gut findet, was ihr schlecht findet, was ihr verbessern würdet. Ja, so kreieren wir zusammen unseren Felgenreiniger. Ich freue mich drauf. Und jetzt spülen wir es runter. So, wir haben sie jetzt abgesprüht und ich finde, für einfach nur einsprühen und abspülen ist es eigentlich das Reinigungsergebnis schon ganz gut. Wir sehen natürlich jetzt hier, das werden so Fettreste sein von der Radnarbe, denke ich. Das werden wir gleich nochmal versuchen wegzumachen. Aber jetzt erstmal hier. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Gucken wir uns noch die Speichen an. So, ne? Ja. Aber das ist jetzt ohne Nachbürsten. Natürlich, wenn wir jetzt nochmal nachbürsten würden, hätten wir natürlich dann noch ein besseres Ergebnis. Aber ich finde jetzt von der Reinigungskraft, wie er den oberen Schmutz im Bremsstaub also, gelöst hat. Es sind ja, glaube ich, auch wenige in der Autoszene, die ihr Felgen nur einsprühen und dann abdampfen. Also ja. Eigentlich benutzt man ja immer eine Bürste. Ne? Ja, und du hast ja immer mal, es kann ja immer mal sein, dass du Fett oder schon ja, hartnäckigen Bremsstaub, weil du deine Felge mal länger nicht geputzt hast, schon drauf hast. Und ich würde mich eigentlich riesig freuen, wenn unser Produkt mal bei Saron FR landen würde und der das mal richtig unter die Lupe nehmen würde, weil dann nehmt nämlich die Reinigungsprodukte immer richtig auseinander. Also wenn ihr Bock habt, schreibt uns gerne eine Mail, dann schicken wir euch so eine kleine Sprühflasche. Wir können leider nur 50 Stück verschicken, weil ich nur so 50 kleine Fläschchen bekommen habe. Und jetzt geht's endlich beim E36 weiter. Und ja, deswegen haben wir gestern nicht mehr so viel gefilmt, aber ich wollte euch mal zeigen, wie weit wir jetzt sind. Da wir ja das originale Relais nicht haben, haben wir jetzt hier die beiden Relais, die quasi unser Relais, was fehlt, ersetzen. Das ist unser Relais dann für die Komfortschaltung. Und die elektrischen ausstellbaren Fenster funktionieren sogar. Das können wir uns gleich mal anschauen. Ach ne, Zündung brauchen wir auch erstmal. Sieht geil aus. Dinge, die eigentlich die Welt nicht braucht, aber jetzt habe ich sie und jetzt... Ich wollte es ja schon von Anfang an, aber hätte ich gewusst, dass es so ein Kabelsalat dann ist. Also Max hat gestern schon gar keinen Bock mehr gehabt. Weil ich kenne mich ja in der Elektrik jetzt, sag ich mal, nicht so gut aus. Da hat mir Max echt extrem geholfen. So, jetzt sind wir aber durch. Jetzt werden wir die Leitungen noch schön verlegen und dann fangen wir jetzt an, alles wieder schön ordentlich zusammenzubauen. Oder gibt es jetzt von deiner Seite aus noch irgendwie was Wichtiges für die Leute zu sagen? Passt alles gut. Okay. Die Kabel können wir gleich nochmal rübergehen. Von den Stellmotoren haben wir dann einmal unter dem Armaturenbrett langgezogen. Da hat man dann so, ja, Max hatte so ein langes Eisen, da haben wir die Kabel mit Klebeband dran gebunden und einfach durchgezogen. Jetzt habe ich schon meine ganzen Teile einmal hier hingelegt. Wir werden, glaube ich, anfangen, ja, den Mitteltunnel erstmal alles wieder zusammenzubauen. Dann Armaturenbrett. Und dann unterm Lenkrad. Dann bauen wir jetzt mit euch das Auto jetzt wieder zusammen. Wir
Wir haben jetzt die Relais hier an den Steckplatz. Also da ist schon so eine Vorrichtung, wo man die Relais einfach reinstecken kann. Haben wir reingesteckt, die Kabel ordentlich verlegt. Und jetzt geht's weiter ans Zusammenbauen. Ja, die Mittelkonsole kommt jetzt wieder rein. Und Mittelarmlehne und Handschuhfach fehlt auch noch. Und, das, und natürlich hier Rücksitzbank fehlt noch. Dann müssen wir die Verkleidung hinten wieder reinmachen. Aber irgendwas hat doch gefehlt, warum wir die noch nicht reinmachen. Ah, diese... Ja, diese Clips. Zu befestigen hier für die für die Seitenverkleidung. Aber nee, die auch nicht, aber es hat doch noch dieses Clips, was wir jetzt noch bestellt haben vom, ja, von BMW. Ja, Ausschnitt für den Schacht der Wellen zum Öffnen der Ausschnittfenster. Genau, aber ansonsten können wir ja von der C-Säule die Verkleidung könnte man ja schon dran machen. Die Sitzbank leider noch nicht, aber wir schauen jetzt mal, was wir schaffen. Erstmal vorne alles wieder zusammenbauen, dass man das Auto mal wieder fahren kann. So, wir haben jetzt alles zusammengebaut und schaut euch mal bitte diese geile Mittelkonsole jetzt an. Es sind nur zwei Schalter, die jetzt dazugekommen sind, aber es macht schon viel aus, gerade wenn man dann von außen ins Auto guckt und sieht, elektrisch ausstellbare Fenster hinten. Macht schon was her und alle Lampen funktionieren auch. Macht schon was her, wenn wirklich alles funktioniert und es einfach so geil im Innenraum ausschaut. Und was ich mir jetzt auch gleich von Max gemopst habe, ist die Kohlefaserleiste. Hat man ja schon mal drüber gesprochen, jetzt hat sie den Weg in mein Auto doch irgendwie gefunden. Sie wollte es nicht, aber sie musste. Ja, was wir auf jeden Fall noch machen werden, was mich hier ein bisschen nervt, ist das Handschuhfach. Seht ihr das? Es ist einfach nicht perfekt. Und dich wird es wahrscheinlich auch stören als alter Spaltmaß-Fetischist. Ich bin ein alter Spalten-Fetischist. Würde ich das bestimmt hier richtig... Also mich nervt es, wenn ich es schon angucke. Der Rest gefällt mir echt richtig gut. Außer was du vorhin schon gesagt hast, wenn man sich das anguckt, die Armatur ist schon... Das ist Sonne. Ja, die werden wir wahrscheinlich im Winter dann nochmal wechseln. Hinten haben wir es, wie gesagt, jetzt nicht zusammengebaut, weil da fehlen ja jetzt noch diese kleinen Abdeckungen. Die machen wir auf jeden Fall noch dran. Die Türverkleidung müssen wir jetzt noch kleben. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Da ist nämlich die Leiste hier raus. Und die müssen wir jetzt wieder zusammenkleben, drankleben und dann können wir die Türverkleidung auch erst wieder einbauen. Was wir auf jeden Fall auch noch machen wollen, den Kofferraum. Das ist das leidige Thema, der Kofferraum. Jetzt machen wir erstmal Innenraum, würde ich sagen, komplett und danach aber irgendwann. Der Kofferraum sieht jetzt auch nicht so schön aus. Nee. Übrigens habe ich mir hier noch ein Cover gekauft für einen E36. Das ist so weich. Fass mal an, das ist mega weich. Das ist echt geil. Das ist Seide oder was, ne? Keine Ahnung, was es ist, aber wenn ich ihn dann darüber stelle, will ich, dass er ordentlich verpackt ist und einfach nur steht. Den werden wir dann auch nochmal zusammen aufbereiten. Falls euch das interessiert, wir werden den waschen, kneten, polieren. Dann schreibt uns das in die Kommentare, dann machen wir darüber gerne natürlich ein Video. Falls noch irgendwelche Fragen offen sind, dann auch gerne wieder in die Kommentare. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es kam jetzt nicht mehr so viel zu den elektrisch ausstellbaren Fenstern, aber wir wollten das Thema unbedingt noch beenden. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst wieder einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!